Herzlich willkommen zurück, ihr Barnstormer. Barnstormer? Das steht da. Achso. Aber wir sind ja gar nicht Waldorf Barnstormer. Das ist, wir sind Jörby. Jörby. Ist ein bisschen länger her. Wir hatten einige Projekte, wo wir, wir konnten nicht abkömmlich sein. Ne? Aber jetzt geht's weiter. Wir haben das Real Life Let's Play. Genau. Aber das kommt woanders raus. Den verraten wir auch nicht, den Kanal. Nehmen wir mal uns Türe. Höre, komm. Wie ging's nochmal? Jetzt habe ich wieder alles wieder vergessen. Ich war da beitreten. Ja, so war das. Wo war das? Da. Da. Ja. Ja. Ah. Mensch. Jetzt musst du eins auswählen. Das ist ja herausragend, diese Steuerung. Ich bin ja begeistert. Herausfordernd. Ja. Ach, wir sind, was wird das R? Das ist restricted oder irgendwie sowas. Weil wir Scheiße gebaut haben. Ja, ja. Sind wir doch mal ehrlich, wir haben mal Scheiße gebaut. Ja. Aber das machen wir jetzt alles wieder gut. Hostilities along the Somme ended 2 days ago. We're now left wondering who will strike next. The whole notion of honor is becoming harder to understand as tensions around here increase. Confusion abounds. Today's patrol to Douai will be no different. Endlich kommen wir mal nach Dubai. Habe ich übrigens gesehen, neulich durch Zufall, kostet nur ein Flug nach Dubai im Sonderangebot 250 Euro. So wie Berlin hin und zurück mit so einem Normalpreis. Ja, mit der Bahn. So, nur mal sagen hier, ne? Wer hat, dem wird gegeben. gut, weiter geht's. Also ich bin hier, ne? Ich bin gerade am Steuerruder hier. Am There was more confusion in the skies. Below the four of us were three enemy planes sending us a clear message. Keep out of Douai. I wondered who was calling the shots in Belka's stead. Niemand wird mich aus Dubai fernhalten. Erwartet. Oh ja, wieder ein bisschen Höhe gewinnen, das war eigentlich immer ganz gut. Schießen die nicht direkt alle auf mich, glaube ich. Aber ich nehme mal den mittleren vor hier. Oh, der sieht aber doch, der andere sieht aber doch sehr nah aus. Oh, ich schieße jetzt auf. Hab ich ihm gut eine mitgegeben. Wie war das nochmal? Ja, genau. Viel sanfter. Jawohl. Ich drehe jetzt mal zur anderen Seite. Oh, das hört sich nah an. Trotzdem gehe ich zur anderen Seite, weil wir wollen ja unberechenbar sein. Schwein. Oh, 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 oh. Was muss ich da sehen? Oh, du Arschloch! Das ist ein völlig unverantwortliches Fliegen! So haben wir aber nicht gedingst. Wer denn seinen Flugschein gemacht? Aber Flugscheine gab es damals ja noch gar nicht. Da durfte ja jeder in so eine Kühle einsteigen. Ne? Wollte auch keiner. Aber. So. Ah, da sind die letzten der Dubai Air Force. Ja, komm, ich lasse dem genug Zeit. Er könnte ja jetzt. Achso. Ja, hast du recht. Oh, schön das Heck abgesäbelt. So, jetzt der andere mir noch reinfliegen, bitteschön. Ja, es scheint alle gewählt zu sein. So. Ja, das stimmt. Ja. Brian McGuinness. Ich mache jetzt keinen lustigen Scherz zum Thema Guinness. The papers report that Emperor Franz Joseph of Austria-Hungary has died. Nein! He is to be succeeded by Charles I. Oh. We generally don't see as many Austrian or Hungarian pilots as we do Germans. But we have strafed their fine ground troops on occasion. Today we'll be puncturing a couple of their balloons posted over Lille. Balloon busting. I love it. Ich habe letzten Bericht gesehen, ich weiß aber nicht, ob es über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg war. Ich glaube aber erst war der Zweite Weltkrieg. Da haben die so eine russische
Fliegerkompanie. I wasn't surprised. Also über eine Fliegerkompanie berichtet, die nur aus Frauen bestand. Es waren nur Fliegerinnen und die hatten es wohl echt mega drauf. Die haben immer Nachteinsätze sind die geflogen und so und haben dann deutsche Flugzeuge bombardiert. Okay. Ja, siehst du, die Amis hatten ja auch ihre, ja gut, da waren das aber mehr Unterstützungstruppen, glaube ich, die Frauen, ne? Oder da gab es ja auch, wenn ich mich recht erinnere, beim Pazifik-Geschwader 214 gab es da auch mal eine Folge mit Frauenfliegern. Die wurden aber dann irgendwie nie richtig, also die würden gerne, wollten gerne richtig eingesetzt werden, aber da war es dann immer das Problem, dass die halt immer, ne, ja, nur bestimmte Einsätze fliegen sollten. Ja. Das ist halt das Problem, ne, als Frau, erfolgreich zu sein, da musst du irgendwie immer doppelt so gut sein wie deine männlichen Kollegen, bevor du überhaupt. Ja. Wow! Genau ins Gesicht! Oh, der bockt. Maschine bockt. Ich muss mich beeilen, sonst. Ja. So, sonst hat mich gleich wieder irgendeiner. Bumbuk. Ja. So. Alles wird gut. Die Wunden sind schon wieder geschlossen. Ich habe da diesen tollen Tacker dabei, ne? Den Hundtacker. Das wussten die, das kannten die Deutschen damals nicht. Deswegen haben sie den Krieg verloren. Weil sie keinen Wundtacker hatten. Oh. Da werden sie Panzerschokolade. Ja, da haben wir auch mal draußen dran geklebt. Das haben die noch aus von den Brüdern Grimm, haben sie das übernommen. Panzerschokolade. Ja, weil die haben sich gedacht, das muss ja einen Sinn gehabt haben, dass die Hexe ihr Haus mit Schokolade und Lebkuchen gepanzert hat. Dann haben die das einfach mal ausprobiert. Die haben halt dann das, hier die Lebkuchen. Ganz lange haben sie die im Brotkasten liegen gelassen. Und irgendwann dann. So. Und irgendwann haben sie dann so draufgeklebt auf die Flugzeuge und gemerkt, boah, das ist leicht. Und das hält was ab. Ja. Gut. Und ist Schokolade. Und ist Schokolade. Das heißt, also wenn du mal notlandest, dann hast du immer auch. Die Ei war auch für den Panzerhersteller. Ja, und da drin waren halt dann auch immer noch so Sachen wie Patronen und so, ne, in diesen gelben. Weiß auch praktisch. Also wirklich, wenn das Militär und Krieg nicht gewesen wäre, dann wäre die Entwicklung wirklich noch weit. Also da wäre man ja noch weit. Also so Natur, Bio gäbe es jetzt noch nicht. Guck mal, ich hab ganz vergessen. So. Alter. Flakgeschütz. Hui. So. 5 Abschüsse. Mensch. Ich frage mich, wie das. Ach nee, Mission 70, Abschüsse 112. Mhm. Okay, ich dachte vorhin, das wäre andersrum gewesen. Ja, das wäre auch interessant geworden. So, wir sind natürlich weiterhin das Ass der Asse. Wie immer in diesem Spiel. Ja. German warships are now bombarding the English coast, and Hun seaplanes have launched their first raids on London. If U-boats take control of the channel, we all better start learning to speak German. Today's U-boat bombing off Dieppe isn't my idea of fun. It's my first time flying over water. Hate to say it, but I'd have taken another week of boot camp if I could have learned how to swim. Hmm. Das ist als Channel-Pilot schon besser, wenn man das kann. Bombardiere U-Boote. Ja, sehr schön. Das habe ich lange nicht gemacht. Es läuft natürlich genauso wie diese anderen Bombardiermissionen grundsätzlich ab, aber mal was anderes zu bombardieren. At last I came upon a team of U-Boats, escorted by a pack of amply armed cruisers. As they opened fire, I maneuvered to drop hundreds of pounds of explosives on their decks. But I will call bullshit on that one. Ja, find ich ein bisschen komisch, das Kreuzer neben den U-Booten her. Naja, ist eine andere Zeit. Oh, guck mal, ganz neuer Anstrich. Hui, das Wasser sieht ja sogar einigermaßen, wow, gut aus. Wie war nochmal, ich glaube, rechte und linke. Yikes. Das hat auf jeden Fall genug Bomben, aber.
Oh, das war daneben. Ja, ein bisschen, ne? So. Eigentlich sind die auch, glaube ich, total egal, die Kreuzer. Ne? Hallo? Ah, scheiße. Drecksscheiß hier. Ne, der Schatten, ne? Ach ja, der scheiß Schatten. Mensch. Ist ein paar Monate her, dass wir, also tatsächlich Monate, dass wir... Echt? Ich glaube schon, ja. Ja, ich habe ja gesagt, ich hätte gerne noch einen Trainingsflug, aber die wollten ja nicht. Die wollten mich direkt wieder... Das schaffst du schon. Wir schmeißen dich ins kalte Wasser. Misserfolg. Ja, guck mal, Trefferrate 3 von 6. Du hast 3 von 4 U-Booten zerstört. Was ist denn das für eine Rechnung? Ja. Was für ein Mathe haben die denn da? I wish all the branches of the military would learn to cooperate. The British have increased naval exercises along the Belgian coast, which puts our bombing raids on hold. Meanwhile, the Huns have established a munitions dump at Ostend that's keeping their U-boats fully stocked. We're left with no choice but to strafe the road there and destroy as much of the site as we can. Machen wir noch. Tiefluglastwagen. Oh, mit Regen. Almost Traven. The lush Belgian shoreline proved an odd backdrop for tearing up a road. I rechecked my trusty ammo drums, wondering if the Germans ever thought this whole thing was a bad mistake. My trusty ammo drums. Drums. Trumps. Trumps. Oh, ist ja auch voll Nebel. Kann auch kein Mensch was sehen. Geh weg. So, hier aufräumen. Nix Misserfolg, jetzt wird gerecht, hat's gerecht gehört. So. Hörst du das komplett mit Maus? Ja. Ich mache halt immer hin und so ein bisschen hin und her, wenn ich nicht genau weiß. Wenn der gerade ausfliegen soll, mache ich immer links und rechts ein bisschen, weil der dann nicht so wegzieht irgendwie scheinbar. Also kommt mir das ganz gelegen vor. So, hier, die Kanone aus Kropfstahl wird auch noch weggestellt in die Ecke. Ja. Toll. Du bist satt. Man kann das Spiel natürlich durchaus. durchaus. Nein! Durchaus auch mal mit Joypad, Gamepad ausprobieren, aber. Aber das Risiko ist mir zu groß. Mit dem Flightstick. Ja. Mit dem Motors. Ja. Gerade das hier, ne? So, ja. wenn man nicht in 3D fliegt. Mein Stolz war zerbrochen, ich konnte dem Schuss von Fritz entgehen, aber ich habe mein Ziel verfehlt, ja, weil ich zwei habe ich durchgelassen. Ihr habt's wirklich nicht. Aber Erfolg. Ja. Will ich auch meinen. Ich habe nichts gesagt. 22 von 23 zerstört und eine Trefferrate von 235 zu 701. Hä? Ja. Weiß, kann man nicht mit dem First-Person-Shooter vergleichen. Ted Joplin. Ted Joplin. Mensch, ist das der Vater? Wir haben die Geschichte geändert. Janice. This morning, two of us are going after a couple of balloons in the vicinity of Cambrai. This comes as a surprise because Farah's informant reports that a renegade Yaster is based in the hills east of Hearson. They're led by a bloodthirsty ace, who is simply known as Der Rittmeister. Mm-hmm. Rumor is he knows nothing of chivalry. Someday we may get to challenge him. Better yet, he may challenge us. Aber das musst du dir mal überlegen, ne? Du bist halt irgendwie so ein Kampfpilot da im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, obwohl das ist ja Erster Weltkrieg. Mm-hmm. Und ja, so wie man das halt kennt aus Top Gun, du gehst halt so in diese Fliegerkneipe und sitzt dann da so am Abend vor, ja, deinem, ja, vor deinem Einsatz und dann kommt dann halt irgendwie so die Bedienung an und fragt, na, und du sagst dann, ja, ich bin Kampfpilot, hier, ich fliege, hab da richtig fettes
Flugzeug und so, Hightech, Hightech. Und dann fragen die, und? Was musst du so machen? Ja, Luftballons abschießen. was soll denn? Ach so. Ja. Und danach? Ja, danach nehmen wir kleinen Kindern ihre Lutscher weg. Ja. So, weißt du? Luftballons abschießen. Ja, kleinen Kindern ihre Lutscher weg, hier Truppentransport, Nachschub in die Luft jagen, ja. Nämlich das auch noch. Die Lutscher wegnehmen. Ja, das ist schon toll. Prestigeberuf damals gewesen. Not only did we find the balloons as balloon buster. We caught their two albatross escorts with their trousers down. Albatross! Some would have called this a dogfight, but I thought of it as more of a shooting spree. Ha! Shooting spree! Aber Amoklauf, also Amokrun. Ja, haben sie einen Fehler gemacht. Dann sollten wir ins Steam-Forum schreiben, dass sie das nochmal überarbeiten sollen. Der ist eigentlich näher dran, aber ich will trotzdem gehen. Weil ich's kann. Ja. Oh, schön. Aber jetzt kommt der mir gefährlich nahe. Genau. Und hinten dran drehen. Kommen Sie. Du es. Hast du eigentlich auch Flugzeugmodelle plastikmäßig zusammengeklebt? Früher? Ja. Also ich habe dieses Revell. Ja. Manchmal, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob Flugzeuge. Ja, also ich habe auch verschiedenste Sachen. Ja, doch, ich habe doch so einen Flugzeugjäger. Okay. Hattet ihr auch so Kleinteile, die unerklärlicherweise irgendwann immer kaputt waren, die abgebrochen sind? Also ich zum Beispiel sowas wie Propeller und so, gut hatte der Düsenjäger jetzt nicht, aber halt, ne, so Propeller, weiß ich noch, dass das immer die Sachen waren, die als erstes, wo immer so eine Zinke abgebrochen ist, das Beste, was man da machen konnte, weil die anderen auch abzubrechen, weil dann tut man halt so, als wäre der am Laufen, ne? Dann sieht man den ja auch nicht. Oder halt sowas wie so Kanonen seitlich, ne, die so rausgucken, so dicke Kanonen dann so, die brechen dann auch immer ab. Oder Fahrgestell, Gottes Willen, kriegst du nie wieder repariert. Ja, sowas durfte ich ja nie bauen. Ich habe das einmal, ich weiß gar nicht, woher ich das hatte, aber so ein Kampfding, aber ansonsten, We keep hearing of the atrocities attributed to Der Rittmeister. Da hatte ich Glück. Our fellow pilots from Abbeville recently saw his biplane pelting one of our Red Cross units. Reconnaissance has yet to pinpoint his aerodrome, though the rogue has put out the word he'll show no mercy to anyone who opposes him. Soon we'll have our day with his Yasta. Perhaps today, as three of us are on our way to patrol Hirson. Hirson? Ja, aber ich hatte da nie einen Doppeldecker. Zweite Weltkriegsmodelle dann doch eher. Aber dann durchaus gemischt. Deutsche, amerikanische und Engländer. Ich habe sogar einen Windkanal gehabt. Die hatten so einen kleinen alten, uralten kleinen Propeller, so einen Tischventilator. Der in richtig hohem Tempo gelaufen ist. Der Rittmeister. Und das hatte auch keinen Schutz davor, wie das meistens heute so ist, sondern halt nur so ein Gummipropeller-Dinger. Und er hat richtig viel Wind gemacht. Und dann habe ich halt am Heckleitwerk das Ganze mit zwei Fingern festgehalten und habe das so davor gehalten. Und tatsächlich, die Spitfire hatte die beste, also das Ding ist praktisch geflogen. Hätte ich das losgelassen und es hätte Vorwärtstrieb gehabt, dann wäre es auch wirklich geflogen. Aber so wäre es halt nur nach hinten weggeflogen. Und perfektes, stromlinienförmiges Design, das haben nicht, die meisten anderen haben das nicht hinbekommen. Die Spitfire war da absolut top. Die Spitzfeuer. Vor allem Engländer, aber Flugzeuge hier ist von selber. Ja, weißt du, da brauchst du gar keinen starken Motor mehr. Wir Deutschen da wieder, Motor. Wir Deutschen kann man ja gar nicht sagen. Das waren ja ganz andere damals. Zum Glück. Ja. Na. Was wollen wir denn da? Was haben wir denn da vor? Oh. Ui! Oh. Da wäre es beinahe um mich geschehen gewesen. Oh, ich nehme es nochmal. Nicht nochmal das Ganze. Jawohl. Ah.
Wenn man schon die Hitze vom brennenden Motor auf der Wange spürt, dann weiß man, ist es dem Tod von der Schippe gesprungen. Na. Nicht stehlen hier. Du sollst nicht stehlen, steht dem Piloten an. So wie bei War Thunder, ne? Die fliegen hinter dir und halten voll drauf. Ja. Nur diesmal sind es KI-Typen. Ja. Noch unverständlicher, dass sie das tun. Wir müssen irgendwann noch mal eine Notlandung hinkriegen. Ich meine nicht, dass ich es uns wünsche, aber wenn wir abgeschossen, es gibt tatsächlich so die Möglichkeit zu landen, wenn das Flugzeug, sagen wir, wenn der Motor zum Beispiel einfach nur ausgeht oder so, dann geht das wohl schon.